Vor gar nicht allzu langer Zeit veröffentlichte ich mein erstes Eisberg-Video auf YouTube. Kurz darauf habe ich auf Twitter das hier gesehen. Der ultimative ESC Frontside 2024 Eisberg. Und ich habe mir so gedacht, okay, dann fangen wir mal an. Auch den habe ich wieder bei der guten Laura entdeckt und auch hier habe ich wieder Hilfe von dem guten Daniel bekommen. Grüße an euch beide. Natürlich besteht ein Teil des Eisbergs aus Punkten, die wir bereits besprochen haben. Deswegen habe ich mal jetzt nur hier die drin, die wir noch nicht thematisiert haben. Und das ist sozusagen dann in Teil 2. Also wenn ihr die restlichen Punkte sehen wollt, schaut das erste Video an. Das heißt nicht Teil 2, aber es ist ein Teil 2 irgendwie. Aber eins hat sich unter den Kommentaren doch gezeigt, nämlich dass viele Leute nicht wissen, was Eisberg-Videos sind. Und Leute, das ist kein Thema, mir ging es nicht anders. Ich habe, glaube ich, ein Jahr lang Eisberg-Videos angeschaut und habe mir so gedacht, was ist das eigentlich? Deswegen hier eine kleine Erklärung, was Eisberg-Videos sind. Ich habe einfach ChatGPT gefragt, dass es mir ganz schnell zusammenfasst. Aber dazu, Freunde, damit ihr am Ball bleibt und nicht die Aufmerksamkeit verliert, seht ihr gleichzeitig Videos von meinen Katzen. Eisberg-Videos sind Videos, die auf einer narrativen Struktur basieren, bei der die Oberfläche des Videos nur einen kleinen Teil der eigentlichen Geschichte oder des Inhalts zeigt, während der Großteil der Informationen oder Emotionen darunter liegen. Ähnlich einem Eisberg, bei dem der größte Teil unter der Wasseroberfläche verborgen ist, bleibt der größte Teil der Handlung oder des Inhalts im Verborgenen oder wird erst nach und nach enthüllt. Dies schafft Spannung und Neugierde beim Zuschauer und regt zum Nachdenken an. Also ich habe mir das immer so gemerkt, je tiefer der Eisberg geht, desto obskurer werden die Fakten oder desto darker werden die Inhalte oder ja, so einfach. Aber nachdem wir das geregelt haben, springen wir rein in den ultimativen ESC 2024 Vorentscheid Eisberg. Das deutsche Finale Running Order. Das deutsche Finale des ESC Vorentscheids fand am 16. Februar 2024 statt. Die Running Order sah wie folgt aus. 99, Love on a Budget, Leona, Undream You, Isaac, Gadarian, Always on the Run, Galant mit Katze, Florian, Scars, Boudin Monet, Tears Like Rain, Rick mit Oh Boy, Marie Reim mit Naiv und Max Mutzke mit Forever Strong. Natürlich kann man hier jetzt spekulieren, mit welchem Auftritt, an welchem Zeitpunkt man wohl die beste Chancen hat. Kann man aber auch einfach lassen. Riccardo Simonetti feiert seinen Geburtstag beim deutschen Finale. Riccardo Simonetti ist ein deutscher Moderator und Autor. Er war beim deutschen ESC-Finale auf der Gästecouch eingeladen. Wisst ihr, wie bei Wetten, dass damals, wo Promis auf diese Couch eingeladen worden sind, nur dass Simonetti hier seinen Geburtstag gefeiert hat. Also zeitgleich. Mit dem Finale, so. National Final Late Night Show startet noch später als geplant. Das deutsche Finale hätte eigentlich eine Startzeit von 22.05 Uhr gehabt. Was, wenn wir das jetzt absolut auf die Goldwaage legen, theoretisch keine Late Night ist, sondern die Late Prime Time. So wirklich Late Night ist es theoretisch erst ab 23 Uhr. Aber man kann auch ein Spielverderber sein und keinen Spaß im Leben haben. Die eigentliche Startzeit war dann nochmal etwas später, nämlich 22.20 Uhr. Grund der Verschiebung war die Ausstrahlung eines Brennpunkts zum plötzlichen Tod von Alexei Nawalnys, ein russischer Jurist, Dokumentarfilmer, Aktivist, Politiker und Blogger. Florian gewinnt, ich will zum ESC. Das Ganze war zwar theoretisch zum letzten Eisberg-Video schon bekannt, aber ich habe das letzte Eisberg-Video zu spät gemacht und deswegen war das da noch kein Punkt. Aber der Gewinner der Erfolgsserie, für die alle anderen Formate vom NDR gestrichen wurde, war Florian mit seinem Song Scars. Hatte ich theoretisch auch im letzten Video drin, aber halt der Vollständigkeit halber. Knossi sorgt dafür, dass Isaac das Televoting gewinnt. Knossi ist ein deutscher Streamer und ich glaube nicht, dass ich hier groß erklären muss, wer er ist. Er hatte mal eine Talentshow, in der Isaac gewonnen hat. Knossi hat dann dazu aufgerufen, für Isaac zu voten. Und natürlich hat es halt einen Impact, wenn einer der größten deutschen Streamer zum Voting aufruft. Ganz klar, Überraschung. Der komplette Jury-Vote-Teil vom deutschen Finale. Das Jury-Voting des deutschen Finales war so ein bisschen unnötig kompliziert und bevor ich das jetzt alles nochmal erkläre, hier ist ein kurzer Ausschnitt von den Musik-News zu dem Thema, die ich dazu gemacht habe. Denn es gab 8 internationale Jurys mit dem Wertungssystem 1 bis 12 Punkte. Dabei ist die Punktzahl 7 weggeblieben. Dann werden aus mehreren Ländern 5 Musikprofessionals gewählt, die anhand von der Generalprobe ihre Punkte abgeben, auch von 1 bis 12, abgesehen von der 7. Also hat hier der erste 12 Punkte, der zweite 10 Punkte, der dritte 8 Punkte und so weiter. Das Voting-System ist so Schwachsinn, selbst wenn einer das Televoting mit über 90% aller Stimmen gewinnen würde, würde der Beitrag schlussendlich umgerechnet nur 2 Punkte mehr bekommen als derjenige, der zweiter im Televote geworden ist. Verstanden? Nein?
Gut. Barbara flirtet mit Florian Silbereisen. Barbara Schöneberger war eventuell etwa thirsty auf Florian Silbereisen und to be honest, der Mann ist schon attraktiv, also fair. Das Ganze konnte man vielleicht auch daran sehen, dass Schöneberger wissen wollte, welche Farbe denn Florian Silbereisens Unterwäsche hat. Und ich habe mich noch nie so sehr wie ein Klatschblatt gefühlt, wie als ich gerade diesen Satz ausgesprochen habe. Ich will mich duschen danach, so dreckig fühle ich mich jetzt. Online-Vote verhindert Max Mutzkes Chance, das öffentliche Voting zu gewinnen. Max Mutzke hat eiskalt das Telefon-Voting für sich entscheiden können. Woran das eventuell auch ein bisschen liegen könnte, erfahren wir gleich noch. Durch das Online-Voting konnte Isaac dann aber doch noch den Abend für sich entscheiden und hat somit verhindert, dass Max gewinnt. Ich will zum ESC-Finale geht unter eine Stunde. Das große Finale der Show, die vielleicht dafür verantwortlich war, dass uns der NDR den ganzen anderen ESC-Content gestrichen hat. Also, ich habe vorhin zwar gesagt, das ist ein Fact, aber bleiben wir mal dabei, vielleicht. Ging nicht sehr lange. Wie lange die Ausstrahlung zum Zeitpunkt der Ausstrahlung selber ging, kann ich jetzt nicht genau sagen. In der Online-Mediathek geht es ein bisschen länger als 60 Minuten, da geht es 67 Minuten. Aber wie gesagt, wie lange die Ausstrahlung im Endeffekt damals gedauert hat, I don't know. Und man muss auch dazu sagen, dass 67 Minuten für ein Finale solch einer großen Show jetzt auch nicht wirklich lang sind. Joko promotet Max Song. Joko Winterscheid, bekannt aus Film, Fernsehen und viele gescheiterte Investitionen, hat dazu aufgerufen, für Max Mutzke zu voten. Das Ganze ist an sich jetzt erstmal nicht schlimm, wenn man aber bedenkt, was für eine Riesenreichweite Joko Winterscheid hat und man dann auch noch dazu überlegt, dass er in diesem Aufruf selber gesagt hat, er hat den Song noch nicht gehört, dann ist es halt absolut low, weil du literally eine Zuschauerschaft von einem 6-7-stelligen Bereich, da bin ich mir sicher, sagst, yo, ruf für diesen Typ an, ich habe den Song zwar nicht gehört, aber ruf da bitte mal an. Das, mein lieber Joko Winterscheid, ist nicht nur sehr unfair, das ist auch ziemlich unprofessionell, wie ich finde, für jemand aufzurufen, von dem man den Song nicht mal kennt. Marvin Dietmann. Marvin Dietmann ist ein Stage Director, der für einige Performances der letzten Jahre und Länder verantwortlich war. Er hat auch in den Augen von dem einen oder anderen viele Performances kaputt gestaged und war auch direkt verantwortlich für die Performances im Vorentscheid. Marie Wegener XAI im San Marino Vorentscheid. Hier habe ich nicht wirklich viel finden können und auch meine Skriptunterstützer zu dem Zeitpunkt, als ich das Skript noch geschrieben habe, konnten mir hier leider nicht viel weiterhelfen, aber im Vorentscheid von San Marino waren wohl auch AI-produzierte Songs dabei und in San Marino bewerben sich wohl auch öfter mal deutsche Acts. Vermutlich war Marie Wegener mit so einem AI-Song irgendwie in diesem San Marino-Vorentscheid oder war zur Auswahl für den San Marino-Vorentscheid. Ich kann auch nicht alles rausfinden. Lord of the Lost kündigen sich selber als Special Guest für das deutsche Finale an. Lord of the Lost sind 2023 für Deutschland beim ESC angetreten und waren für viele ein Hoffnungsschimmer. Leider mussten wir aber dann auch hier mit einer sehr gewünschten Abwechslung uns mit dem letzten Platz zufrieden geben. Dieses Jahr waren sie aber als Talk-Gäste beim deutschen Finale. Das Ding hier ist aber, bis sich der NDR mal dazu entschieden hat, überhaupt Talk-Gäste anzukündigen, hat sich Lord of the Lost gedacht, okay, das dauert ein bisschen arg lang, das machen wir jetzt einfach mal selber. Arbeitsplatte der Bar bricht vor der Show. Im Vorraum des Studios befand sich eine Bar. Laut einigen Leuten vor Ort ist wohl die Arbeitsplatte der Bar vor der Show einfach ohne ersichtlichen Grund zerbrochen, was für eine Menge Jokes sorgte und als schlechtes Omen gewertet wurde. Keine Ahnung, schon ein bisschen weird. Conchitas Kontaktlinsen bei Ich will zum ESC. Conchita Wurst hatte wilde Kontaktlinsen drin, was dafür sorgte, dass viele der Meinung waren, sie sieht aus wie Graf Dracula höchstpersönlich. Budin ermutigt Fans, über VPN zu wählen. Budin hatte auf Insta darauf hingewiesen, dass man ja auch für sie per VPN voten kann, was eigentlich anhand der Rules nicht so ganz erlaubt ist. Da ist sie aber nicht die erste, 2022 zum Beispiel, hat das auch Felicia Lu gemacht. Esther Philly-Schild beim Ich will zum ESC-Finale. Esthers ESC-Beitrag war ein relativ komischer Song, den sie bei TikTok veröffentlicht hatte, mit, sagen wir mal, mangelnder Qualität. Aber dadurch ist sie eben relativ bekannt geworden und viele haben sie schon im Finale von Ich will zum ESC gesehen. Irgendjemand fand es dann super witzig, ein Schild zu basteln und hochzuhalten, wie bei Wrestling-Shows. Da macht man das ja auch mit Schildern hochhalten und nur da hat es irgendwie Leute genervt. Und man sieht es wohl kurz bei der Ausstrahlung, wenn ich das jetzt nicht so zufällig schnell per Google finde. Ich habe echt nicht die Zeit, jetzt das ganze Finale durchzugucken und diesen einen Screenshot rauszuholen. Es tut mir wirklich leid.
Isaac muss direkt nach seinem Sieg aufs Klo. Isaac musste also dringend aufs Klo, während er vorne mit Barbara gesprochen hat und das direkt nach seinem Sieg. Und ich sag mal so, man kennt das. So, wenn man einen Auftritt hat, dann spielt da ein bisschen Adrenalin mit. Du musst nicht mehr Pipi machen oder auch was anderes davor. Das ist das Adrenalin und du drückst es. Aber wenn dann alles vorbei ist, dann kommt es halt wieder vor. Also kann ich voll nachvollziehen. Kein Icke Hüftgold beim San Marino Vorentscheid. Icke Hüftgold hat angedroht, dass er sich für den San Marino Vorentscheid bewerben würde. Das Ganze ging sogar so weit, dass ESC Kompakt berichtet hat, Icke wäre laut eigener Aussage in Europa schon in einem Finale gesetzt. Das System hat es dann eben aber so nur in San Marino und da war er halt nicht dabei. Dass aber Icke auch sehr gerne versucht, mit ESC-Themen und vor allem ESC-Kontroversen Reichweite zu generieren, das haben wir schon in der Vergangenheit gesehen, mit seinem absolut lächerlichen Versuch, Betrug vorzuwerfen, für die er angeblich auch Beweise hatte, die wir aber komischerweise nie sehen konnten. The Return of Florian Silbereisen. Hier ist wirklich die Rede von seiner bloßen Anwesenheit, gewürzt mit einer Prise Inkompetenz. Das Ganze bewies er aber auch schon ganz gut im Jahr 2023, als er nicht mal mehr Lord of the Lost als Antwort auf eine Frage in einer Quizshow nennen konnte. Außerdem war er bestimmt nicht ganz billig, was im Nachhinein, wenn man jetzt noch erfahren hat, eben, dass diese ganzen ESC-Formate gecancelt worden sind, bestimmt noch doppelbitter aufstoßend wirkt bei der ESC-Community. Wobei ich denke, dass sie gewisse Budgetverteilungen haben, also ein gewisses Budget für Gäste für solche Shows, gewisses Budget für die Shows selber. Ich habe aber auch ehrlich gesagt keine Ahnung. Sagen wir einfach mal, Florian Silbereisen ist schuld, dass die ganzen Formate gecancelt wurden. Oder? Ja, das ist fair. Fotzenbeben. Kiet, ein in der Twitter-Bubble sehr bekannter Mensch aus Deutschland, prägte das Wort Fotzenbeben in Bezug auf Marie Reim. Was dann zur Konsequenz hatte, dass es ein absoluter Running Gag der Hölle wurde, weil einige aus der europaweiten Bubble das adaptierten in Bezug auf Marie Reim. Was echt heavy ist, wenn man bedenkt, dass das eben nur so als Joke begonnen hat, aber halt unterm Strich trotzdem das Wort Fotzenbeben ist. Also wild. Und Freunde, das war ja also der ultimative ESC-Vorentscheid-Eisberg, beziehungsweise irgendwie der zweite Teil des ultimativen ESC-Eisberg, weil das davor war ja der erste. Gefallen euch diese Eisberg-Videos, könnt ihr euch vielleicht vorstellen, in Zukunft auch wirklich Eisberg-Videos zu anderen Themen zu sehen, sowas wie der skandalöse Deutschrap-Eisberg oder keine Ahnung, wenn ihr Bock habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ansonsten sehr gerne zu den Musik-News oder zum Electric Cowboy-Kinopremiere einen Vlog wieder einschalten. Passt auf euch auf, mein Name ist Chris, das ist Brain Damage. Schaltet wieder ein.